Hallo zusammen, willkommen zurück zu Unreal Engine. Heute geht es ein bisschen weiter und zwar, wir haben uns die letzten paar Male hauptsächlich mit diesem Spawn Actor befasst. Das ist ziemlich cool, das Teil, weil es spawnt uns einfach irgendwelche Kugeln, irgendwelche Animationen, irgendwelches Zeugs und deswegen möchte ich da noch ein bisschen weiter drauf eingehen. Manchmal braucht man auch irgendwelche speziellen Attribute, die man diesem Dings da gleich mitgeben möchte. Und ich werde euch jetzt mal eine relativ primitive Art zeigen, die wir hier machen wollen. Aber ihr werdet sicher haufenweise Anwendungen dafür finden. So, wir gehen erstmal in unser Construction Script. Beziehungsweise wir brauchen als allererstes mal noch eine neue Variable. Und die nennen wir, ja, wie nennen wir sie denn? Größe. Nein, Moment. Doch, wir nennen sie Größe. Nein, wir nennen sie Gewicht. Ha. Okay, wir nennen sie Gewicht. Und was ist ein Gewicht? Normalerweise ist es ein Float. Zumindest ist es in Unreal so. Und wir machen Folgendes. Wir packen hier dieses Public. Und wir machen hier auch gleichzeitig Expose on Spawn. Deswegen heißt auch dieses Video so. So, was es genau macht, werden wir uns gleich angucken. Jetzt wollen wir erstmal was mit dem Gewicht machen. Wir wollen nämlich, sobald dieses Construction Script hier ausgeführt wird, wollen wir das Gewicht setzen. Und zwar, wie heißt denn das Gewicht? Von unserer Kugel, hier, Maß in Kilogramm. Okay. Okay, so, wir setzen hier einfach mal den Haken und jetzt wollen wir, ach so halt, wir wollten die Sphere reinziehen, klar, und jetzt wollen wir hier die Maß, Set Maß Override in Kilogramm. So, und jetzt haben wir hier, gut, Bone Name brauchen wir nicht, aber wir müssen es irgendwann mal ausführen, das machen wir hier durch und wir sagen, in wie viele Kilogramm es danach wiegen soll. Perfekt. So, was hat es uns jetzt gebracht? Naja, erstens mal, wenn wir dieses Ding reinziehen würden in unser Level, wir sehen uns das einfach mal kurz an. Ups. Wenn wir diese Physikskugel jetzt hier reinziehen, dann sehen wir, klar, das kennen wir schon. Achso, ich habe es noch nicht kompiliert. Ups. Save, compile. So, wir sehen hier, unser Gewicht ist am Anfang 0. Das ist jetzt ein bisschen wenig, aber gut. Brauchen wir auch nicht, weil wir diese Kugel ja auch nicht selber spawnen. Wir wollen diese Kugel ja spawnen lassen. Und zwar in unserem Projektil hier. Haben wir die letzten paar Male gebaut, ist absolut sinnfrei. Aber was ihr jetzt hier sehen könnt, ist, wir haben hier ein Gewicht, das wir uns selbst aussuchen können. Und zwar hier in dem Spawn Actor Physics Kugel. Das heißt, wir können uns jetzt hier dieses Gewicht von Hand aussuchen. Wir können so viele Variablen hier angeben, wie wir wollen. Und die kann man durch einen Spawn Actor angeben, also zum Beispiel die Lebensanzeige von einem Gegner, wie viel Leben hat er oder was auch immer, könnt ihr hier alles durch Spawn Actor eingeben. Ziemlich geile Sachen. Wir werden jetzt hier einfach mal einen zufälligen Wert benutzen und dann werden wir uns einfach mal anschauen. Random Float in Range. So, von, naja, wo wollen wir denn anfangen? Ich glaube, Standardgewicht waren 75, da machen wir eine relativ leichte Kugel mit 20 und eine extrem schwere mit 1000. Und jetzt sagen wir, okay, wir spawnen dieses Ding hier. Das, den Delay setzen wir mal runter auf eine Sekunde, damit es nicht ganz so komisch aussieht immer. Okay, so. Und wenn wir das jetzt gemacht haben, dann können wir mal hier auf Play klicken. Ja, und jetzt sehen wir hier, bam. Das war scheinbar eine recht schwere Kugel, die andere war eher leicht. Und wir können hier uns sozusagen angucken, wie diese unterschiedlichen Kugeln eigentlich von ihrer Schwere her sich anders auch verhalten. Das heißt, wir haben jetzt hier ein... Okay, die steckt in der Türe fest. Das ist ja geil. Ha! Ich hab's kaputt gemacht. Wunderbar. Ja, gut. Also solche Sachen kann man dann auch debuggen. Aber man kann sie natürlich auch wieder rauskicken. Und theoretisch solltet ihr auch wahrscheinlich keine Kugeln in Türen schießen. Höchstwahrscheinlich zumindest. Naja, so könnte ich hier, wie gesagt, verschiedene Variablen direkt beim Spawn aussetzen. Also nicht nur, wenn ihr hier euren Level-Blueprint baut, sondern wenn ihr irgendwas live spawnt. Das ist ziemlich nützlich und hat auch schon, ja, wirklich einiges an Anwendung bei mir gefunden. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ich weiß, es war ein sehr kurzes Tutorial, aber nächstes Mal geht es dann auch wieder ein bisschen länger weiter, glaube ich zumindest. Wir werden sehen. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!